Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute hier. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Mal kurz, nicht um den Typ 3 geht das hier. Wir sind unterwegs, gerade Urlaubstour und so, und haben uns spontan überlegt, wir fahren auf ein kleines Käfertreffen oder ja, Bustreffen. Was da mehr vertreten ist, werden wir sehen. Ist von Freunden organisiert, mitten in Havelberg auf so einer schönen kleinen Campinginsel. Und da geht das jetzt hin. Wir fahren noch kurz einkaufen hier. Guck mal da hinten, das ist unser ganzer Urlaubskram und so. Lässt sich mega schön hier aushalten. Sind jetzt echt seit einer Woche unterwegs circa. Und ey, wir freuen uns jetzt aber trotzdem mal einen festen Standplatz zu haben, weil wir sind bisher immer jeden Tag weitergefahren und so. Naja Leute, ich bin gespannt, was uns erwartet in diesem Video. Wie gut das Treffen besucht wird. Ich war das letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren da. War wild, kann ich euch sagen. War sehr wild. Die Leute, die da waren, wissen, was ich meine. Will ich aber nicht weiter erläutern. Diesmal wird schön ruhig, sag ich euch. Von meiner Seite zumindest. Mal gucken, was sonst so passiert. Ich hab Bock. Also Leute, viel Spaß beim Video. So Leute, langsam sind wir da. Hier ist das nämlich jetzt auch schon alles. Guck mal da zur linken Wasser. Und irgendwo anders ist auch noch Wasser. Aber wir müssen jetzt hier gleich irgendwo ankommen. Und zwar genau gucken wir mal. Ja, Camping Havelberg, Busbrigade Nord. Genau hier sollen wir hin. So Leute, angekommen jetzt hier in Havelberg. Und ich wollte euch mal kurz berichten. Die erste Nacht ist vorbei. Wir haben uns hier ein stilles Plätzchen gesucht zwischen den ganzen Fahrzeugen. Hier ein Bus neben den anderen, ne? Guckt euch das an hier. Schön da so ein, hier, wie heißt das noch, Dormobildach drauf. Und da stehen sie. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir hier, ja, vielleicht mal ein paar Aufnahmen für euch hier reinzimmern oder was. Dass ich hier mal so was Carporn-artiges zusammenschneide. Und dann zeige ich euch später wahrscheinlich auch noch 1, 2 bis 3 oder 4 Autos. Aber erstmal viel Spaß jetzt hier. Musik ab. Ich hoffe, euch haben hier die kleinen Eindrücke mal gefallen, die ich hier bereitgestellt habe. Ich habe nebenbei hier schon wieder angefangen zu schrauben. Guckt euch die Scheiße an. Lüfterrad runter, da liegt das. Das gleiche Problem wieder hier, ne? Der Mann am Arbeiten, wie sonst wäre. Da sieht man da schon, war zu lose. Jetzt habe ich gerade eben, oh, guck mal da oben den Schlitz an, wie breit der mittlerweile gearbeitet ist. Richtig nervig. Ich habe jetzt so Flüssigmetall mir besorgt, schon von vornherein, die ganze Zeit unterm Sitz, extra für diesen Fall. Ich versuche das jetzt schön fest anzukleben, ne? Dass das am besten so trocken verschweißt ist, sag ich mal. Naja, mal gucken. Nächster Tipp ist, guck mal, seht ihr, wie die Unterlegscheibe, das ist da drin einfach so eine lose Unterlegscheibe. Und diese Unterlegscheibe hat auch schon total gearbeitet. Jetzt habe ich gerade eben mal die Schraube komplett so weit in die Kurbelwelle geschraubt, wie man sie reinschrauben kann. Und was soll ich sagen, da steht halt noch ein ganzes Ende raus. Ich tippe mal, dass die Schraube einfach am Ende der Kurbelwelle ist und das gar nicht geschafft hat, den hier auf den Konus da, diesen auf den Konus unten festzuziehen. Ja. Deswegen eine dickere Unterlegscheibe, eine zweite dazwischen, dass die Schraube das auf jeden Fall schafft, das Ding festzuziehen, das bombenfest ist, mit dem Klebscheiß da alles rauf und dann hoffe ich, geht das weiter. Ich berichte gleich.
So, Leute, nächster Tag hier. Pass mal auf. Guck mal, da, jetzt ist der Flansch hier schön mit diesem Flüssigmetall halt alles angeklebt und gemacht und getan. Das wirkt jetzt erstmal fest. Ich bin gespannt. Also, ich habe wirklich Angst, dass da irgendwie was von dem Kleber da hinten ins Lager reingekommen ist. Und am Ende dreht der Motor jetzt gar nicht mehr. Aber das wird wahrscheinlich gehen. Bevor wir jetzt hier allerdings weiter alles wieder zusammenbauen, geht das für uns jetzt erstmal hier aufs Boot. Der Campingplatzbesitzer hat hier ein fettes Schiff. Wir fahren einmal die Havel lang. Komm, Leute. Wir waren eine Stunde auf dem Wasser oder so. War richtig gut. Jetzt kurz ein bisschen frisch machen und dann gehe ich ran an den Bus, baue die ganze Scheiße zusammen für euch. Vielleicht zeigen wir jetzt hier auch gleich mal ein paar Autos. So. Der Platz ist ja voll, super schön und so. Also, ich hoffe, die Bootsfahrt war auch für euch angenehm. Ist ja jetzt nicht so ganz der klassische Content hier, im Boot rumzueiern, weißt du? Ja, nee, ich reduziere das weg. Ganz einfach, ne? Naja, Leute, so ist das. So, Leute, guckt euch die Scheiße an. Alles wieder zusammenmontiert hier. Und es macht einen stabilen Eindruck auf den ersten Blick. Riemen nicht allzu stramm, dass das hier nicht so belastet ist. Ja, und ich will jetzt mal fahren, ne? Mal gucken. Ich denke mal, Probefahrt geht ab jetzt. Ihr werdet das mitkriegen, ob das läuft oder nicht. Gut, bis gleich. So, Leute, jetzt hier, guck mal, das bin ich jetzt Probe gefahren, das ganze Geraffel. Läuft 1A, also alles, was ich will, so kann man so sagen. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir hier nochmal eine kleine Platzrunde. Ich zeige euch mal ein bisschen was von den schicken Autos hier. Guckt euch das doch mal bitte an. Wie geil ist denn das? Und hier, ne, richtig schön, alter Feuerwehrbus. Guck mal hier, so eine schöne Lampe und sowas. Hat er rausgefunden, da war immer so ein Loch drin und sowas. Das sah richtig original aus. Hat er diese Lampe irgendwann gefunden? Alte Bilder mal gesehen und dachte, das muss da rauf. Finde ich richtig geil, finde ich viel geiler als diese langen Zyklopaugen, ne? Denn hier Sören, den Bus habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Er hat sein Auto natürlich auch mittlerweile ausgestattet. Hier freut mich immer mega, wenn die Leute hier die Aufkleber verkleben. Guck mal, da kann man ja auch wieder weitersehen. Da hat der nächste den auch drauf, ne? Bin ich immer richtig glücklich. Nicht über den Shop, wisst ihr ja, ne? Aber richtig geile Autos natürlich hier. Das ist recht gemütlich und familiär gehalten, das Ganze. Kann man so sagen. Guck mal, hier drüben ist ein bisschen mit Bierpilz aufgebaut und Lagerfeuer. Da war Party gestern Abend. Heute ist Samstag ja schon. Und ist ein bisschen ruhiger gehalten. Hier auch wieder mega schönes Auto. Schöner Doppelklapptürbus. Von Kalli bin ich auch richtiger Fan, ne? Guckt euch das mal an. Innenausstattung hat der Junge komplett selber gebaut, alles und sowas. Ist doch mega schön, oder? Guck mal, was meint ihr? Klar, er hat jetzt extra authentisch nicht aufgeräumt. Und ich filme einfach rein, ne? Aber ist doch geil, ne? Schick, oder was? Hier, Leute, wenn ihr mich fragt, ne? Die geilste Felge, die man mit TÜV und 430 kriegt. So eine Gasburner Repro. Damit macht man nichts falsch. Aber einmal muss ich euch hier noch auch wieder zeigen, ne? Hier hinten auch ganz gemütlich die Hamburger Ecke. Hier total geil, ne? Dormmobildach. Das sind dann so Dächer, die quasi zur Seite hin, also hier so quasi aufgeklappt werden. Das ist auch richtig geil, ne? Macht natürlich richtig viel Platz nach oben hin. Schön Licht da drin. Richtig, richtig geil, ne? Hier einer der wenigen T3s. Sag mal, was ist das für ein T3, wenn er da die Tankklappe hat? Das wisst ihr doch bestimmt, oder? Und hier, ne, auch wieder richtig schöne Cosmic-Felgen. Ist natürlich auch zeitlos toll. Und das Auto hier von Marco. Auch richtig schön. Ewig schon fertig. Der fährt schon bestimmt 8 oder 10 Jahre so rum. Wenn nicht länger sogar, ne? Warte mal, 2012? Ne, so 10 Jahre würde ich sagen. Und hier, da ist nichts mit, ne? Also Lack und so, das ist alles geil, so, ne? Kann man echt anders nicht sagen. Bin ich richtiger Fan, ne? Hier stehen natürlich immer noch mehr da. Ganz tolles Auto auch mit diesen schönen Camping-Ausstellfenstern hier. Ehemaliger Kasten quasi umgebaut. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber auch ein tolles Auto einfach, ne? Anders kannst du das nicht sagen. Und dann hier immer weiter, ne? Schön
jetzt wohl B-Pritsche. Hier, da habt ihr ja gerade bestimmt gelernt, ne? Dormobil, weiß man. Das ist hier T3. Auch wieder einer, aber ein ganz tolles Teil hier mit Blechohren. Das sind die ganz ersten hier, 79 bis 81 Baujahr. Also echt schön. Füchse und sowas. Falls ihr Bock auf dieses Auto habt hier. Ich will nicht sagen, schreibt mir, aber ihr könnt mich dann kontaktieren. Nur bei wirklich ernsthaftem Interesse kann ich euch vermitteln. Das Auto soll gehen. Naja, hier steht dann wieder so ein schöner T2B. Deluxe. Ganz toll eigentlich mit dieser Zierleiste. Das ist hier das meiste gewesen, was du so beim B am Zierrad haben konntest und sowas. Chromstoßstangen und also ein Pipapo. Schön auf Stollenreifen. Auch geil eigentlich mit der Patina und so. Gefällt mir eigentlich wirklich. Ja, und das ist natürlich auch ein Auto. Damit macht man nie was falsch, ne? Schöner T2A Westfalia. Sprinster-Felgen, Nachbauten von BBT. Gibt's so leider auch nicht mehr. Auch eine richtig geile Felge, auch als Nachbau. Die heutigen, die du in Alu kriegst, bin ich kein Fan von. Aber ja, wirklich toll, ne? Und das Auto hier auch nichts dran geschweißt oder so. Einfach ein richtig geiles Auto. Ja, hier wieder Gasburner, ne? 530er Lochkreis. Porsche, auch ein richtig geiles Auto. Bin ich kompletter Fan von, ne? Gene Burke da hinten unten drin. Gene Burke da, schöner Schalthebel. Gene Burke, schöner Schalthebel drin da und so. Ja, ist ein Sparkäfer. Ganz toll eigentlich das Auto. Hier mit den kleinen Rückleuchten noch da und sowas. Runde Stoßstangen und so. Und wenn man da schon reinguckt, ne? Da ahnt man, oh, da ist richtig Ramazamba los. Ich will euch da aber gar nicht zu viel drüber verraten, ne? Das geht euch einfach nichts an. Hier, bisschen oh, geile Aussparung. Okay, einmal zeige ich euch nochmal rein. Schön da, ne? Oh, Geil. Ja, also bin ich echt ein Fan von. Und wenn man das Auto wieder sieht, so, guck mal hier, wenn man so von hier nimmt, da sieht man wieder, wie stimmig sowas sein kann, wenn das Rad stimmt. Hinten schöne Reifen, vorne geiler Reifen. Und das ist so entscheidend immer. Du kannst so ein Auto haben und baust alles geil und baust eine andere Reifengröße rauf und das Auto ist nicht mehr geil denn so. Das ist so kriegsentscheidend. Also von der Patina her ist dieser T2A hier natürlich auch was ganz Tolles, so, ne? Ja. Und das ist hier jetzt echt ein kleines, gemütliches Treffen. So, Leute. Ja, ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier gefallen, ein bisschen von dem Treffen in Havelberg hier. Ich würde jetzt sagen, ich filme noch mal einfach ein paar Aufnahmen für euch, mache noch so einen zweiten kleinen Eindruck-Porn, ein bisschen hier. Das sieht da hinten echt schick aus mit den Lichterketten. Oder hier halt auch und so. Mal gucken, ob ich das geil eingefangen kriege. Kleiner Porn für euch, geht jetzt nochmal ab. Alles klar, und dann sehen wir uns morgen hier am Abreisetag nochmal wieder. Hören uns ein paar Auspuffanlagen an, würde ich sagen. Viel Spaß damit. Hier weiter geht's.
Leute, und wieder zurück aus dem Urlaub. Angekommen an der Halle quasi. Und was soll ich sagen? Bus hat's alles gut gemacht. Hier der meiste Urlaubskram wieder ausgeräumt. Und jetzt hier, ne, die Riemenscheibe. Ich habe sie selber noch gar nicht angefasst. Aber es war ja im Video doch auf einmal ein großes Thema. Oh, aber da war der ganze Motor, der dreht hier. Hier dreht alles. Ne, also top. Ich hoffe, das hält erstmal weiter so. Ja, danke an den Bus und so. Und ich würde sagen, was meint ihr mit Dachgepäckträger und was? Also so wie hier die Stellen, das da so, das ist doch schon ganz geil, oder nicht? Jo, und im nächsten Video geht das dann nämlich weiter. Hier drüben, Typ 3, das Ding sieht so fertig aus wie noch nie. Aber dazu denn in dem Video, ne? Falls euch diese Typ 3-Reihe interessiert. Wir haben da echt in kurzer Zeit ein schönes Auto gebaut. Fühle ich so, empfinde ich. Und ich würde sagen, der Bus sagt tschüss, ne? Ich sag tschüss. Danke fürs Einschalten.